Brandbekämpfungsmaschine, nee, Turbine, FT10. Unglaubliche Maschine. Wahnsinn. Wir sind heute bei EMI Controls und damit herzlich willkommen bei Pluspunkt, das Magazin. Außerdem haben wir noch folgende Themen für Sie vorbereitet. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Personalmangel im Sanitätsbetrieb, Wohnungsnot trotz gefördertem Wohnbau. Die Liste mit Forderungen der Gewerkschaften an die zukünftige Landesregierung ist lang. Kinderbetreuungsgeld, die diversen Formen der Bezuschussung von Erziehungszeiten. Grüne Stromversorgung im Wandel, warum zusätzliche alternative Energieformen immer wichtiger werden. Und Innovation made in Südtirol, Staub- und Feuerbekämpfung mit Wassernebel. Das ist mal ein Schraubenschlüssel, ha, Sharon? Ja. Ha. So. Leistbares Wohnen, Soziales, aber vor allem auch die Anpassung der Löhne an die Inflation. Das sind die Forderungen, die Themen der Südtiroler Gewerkschaft. Und was die von der zukünftigen Landesregierung fordern, das hat unser Kollege Diego Clara für Sie recherchiert. Selten wurde in Südtirol inmitten einer derart akuten Krisenzeit gewählt, in der es an allen Ecken und Enden zu zwicken scheint. Inflation, Fachkräftemangel, Bevölkerungsrückgang, explodierende Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot und so weiter. Interessensverbände und Gewerkschaften stehen schon in den Startlöchern, um nach dem 22. Oktober bei der neuen Landesregierung ihre Forderungen zu deponieren. Ein akutes Thema ist weiterhin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier stellt die Pflege von Angehörigen zu Hause eine besondere Herausforderung dar, die entschlossene Maßnahmen verlangt. Hier braucht es vor allem für die Angehörigen mehr Unterstützung. Unterstützung, dass man sie entlastet, dass sie auch das Recht haben, so wie es in anderen europäischen Ländern der Fall ist, dass sie auch einmal eine Auszeit nehmen können, dass sie einmal Urlaub gehen können. Aber auf der anderen Seite, und das ist dringend erforderlich, dass man diese Familien, die Angehörigen, und das sind in den meisten Fällen Frauen, auch pensionsmäßig absichert. Und hier müssen wir effektiv noch die Hausarbeit machen, dass wirklich diese eine größere Unterstützung bekommen. In Südtirol stehen derzeit rund 500 Pflegebetten in Seniorenwohnheimen leer, weil nicht genug Personal da ist. Attraktivere Arbeitsbedingungen würden die Situation entlasten, sowohl in den Altersheimen als auch zu Hause. Natürlich bezieht sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch auf die Kinderbetreuung. Laut Gewerkschaften sind auch hier den großen Worten und Versprechungen der Vergangenheit kaum Taten gefolgt. Wenn wir schon die Familien unterstützen wollen, dann müssen wir wirklich schauen, dass vor allem jene, die zu Hause pflegen oder jene, die zu Hause die Kinder betreuen, in der Regel sind es die Frauen, dass wir wirklich schauen, dass sie auch für diese Zeit eine Rentenabsicherung bekommen, dass sie hier keine Rentenlücken haben und dass sie morgen effektiv dann auch eine bessere Rente bekommen, wie es beispielsweise heute der Fall ist. Sehr oft kündigen Mütter, die im privaten Sektor arbeiten, nach der Geburt ihres Kindes, weil es für sie keine Möglichkeit gibt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Weniger Familieneinkommen und später geringere Renten sind die Folge. Zu erkennen ist auch ein Paradigmenwechsel in diesem Bereich. Peilte man früher die Wahlmöglichkeit an, ob zu Hause bleiben oder arbeiten gehen, will man heute mehr Kitas bauen. Vor 10 Jahren, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, der verschiedenen Parteien, hat ja jede Partei geschrieben, wir möchten diese Wahlmöglichkeit, dass die Frauen zu Hause bleiben können in der Privatwirtschaft. Wir werden auch die Beiträge einzahlen. Heute ist man nach 10 Jahren weg von diesem Thema. Wir möchten jetzt, dass die Kita-Plätze da sind, das ist sicherlich in Ordnung, aber wir müssen schon schauen, wir investieren in die Mauern jetzt, aber uns fehlt das Personal. Und wenn wir das Personal nicht haben, dann nutzt mir auch die Kita nichts. Wenn Eltern zu Hause bleiben müssen, um die Kinder zu betreuen oder um Angehörige zu pflegen, fehlt ein Teil des Familieneinkommens. Das Monatsende wird dann zum Abenteuer, bis alle Spesen abgedeckt sind. An das Eigenheim oder an eine größere Mietwohnung ist da kaum noch zu denken. Leistbares Wohnen, das sollte eigentlich etwas sein,
dass sich junge Leute und Familien einen Wohnraum leisten können und am Ende des Monats, bis zum Ende des Monats noch zurechtkommen, ein würdiges Leben zu führen. Also das war unsere Definition von leistbarem Wohnen. In Südtirol gäbe es das Wohnbauinstitut und den geförderten Wohnbau, die genau dafür geschaffen wurden. Tausende von Familien sind so im Laufe der Jahrzehnte zu einem Dach über dem Kopf gekommen. Heute herrscht jedoch Wohnungsnot und selber bauen ist für junge Südtirolerinnen und Südtiroler fast unerschwinglich geworden. Was tun? Deswegen denke ich immer, ist es notwendig, dass man sich wirklich mit allen beteiligten Playern mal zusammensetzt, sprich mit der Maklervereinigung, sprich mit Wohnbauberater und so fort. Das ist die Aufgabe der Landesregierung, der zuständigen Landesräte. Und dass sie mal wirklich mit denen ein Gespräch führt und evaluiert, wo hapert es. Ne? Die Zeiten ändern sich schneller als die Zugangsregeln. Heute ist der Mittelstand fast verschwunden, erhält jedoch kaum Unterstützung, weil die Einkommensgrenzen zu niedrig sind. So werden viele gar nicht zugelassen, obwohl sie alles andere als reich sind. Es gibt Beispiele, also in anderen Regionen Mittelstandswohnungen sind geschaffen worden. Es gibt die Möglichkeit, einen Wohnkauf zu machen und so weiter. Also ich glaube, es gäbe Möglichkeiten, die was durchaus Sinn machen, sich auch von anderen Ländern und Regionen abzuschauen. Der dritte große Bereich, den die Gewerkschaften kritisieren, ist die Sanität. Ewige Wartezeiten, unterbezahltes Ärzte- und Pflegepersonal, Mitarbeitermangel, teure Privatmedizin als Alternative, lange Wege, keine digitale Vernetzung. Im Zuge der Zentralisierung im Sanitätsbetrieb sei die Peripherie vernachlässigt worden, so die Gewerkschaftsvertreter, die hier schwere Versäumnisse anprangern. Man kommt jetzt wieder drauf, dass man sagt, ja, wir müssen mehr in die Peripherie gehen. Wir müssen doch die Sprenglauf bauen, wir brauchen doch den Arzt, wir brauchen doch die Pflegerin. Aber wenn man genau anschaut, ist das ja eigentlich schon im Gesundheitsplan 2000 drin gestanden. Also mittlerweile sind 23 Jahre vergangen und wir kommen erst jetzt auf die Idee, dass es eigentlich sinnvoller wäre oder besser wäre, die Patienten vor beispielsweise in der Peripherie zu betreuen. Die neue Landesregierung wird keinen leichten Start haben. Einerseits wegen der Probleme, die dringend auf Lösungen warten, und andererseits, weil Interessensvertretungen genau diese auch durch ihre eigenen Vorschläge entschlossen einfordern werden. Liebe Sharon, darf ich unseren Zuschauern ein Geheimnis verraten? Auf jeden Fall. Sharon wird in Kürze Mutter. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und spätestens da muss ich mir dann konkrete Gedanken über die Vereinbarkeit Familie und Beruf machen. Wir zeigen Ihnen jetzt, was es mit dem Ansuchen um Zuschuss für Erziehungszeiten auf sich hat und was es da Neues gibt. Wer sich dafür entscheidet, Erziehungszeiten für Kleinkinder in Anspruch zu nehmen, im Privatsektor arbeitet und freiwillig seine Pensionsbeiträge weiter einzahlt, kann beim Land Südtirol um einen Zuschuss für die Rentenabsicherung ansuchen. Angesprochen werden Frauen und Männer, die ihr Arbeitsverhältnis entsprechend unterbrechen oder verringern, beziehungsweise Hausfrauen und Studierende. Und zwar kann das angesucht werden für Personen, die zum Beispiel in einem unbezahlten Wartestand sich befinden oder nicht rentenversichert sind, das heißt auch kein Arbeitslosengeld beziehen, denn in der Zeit der Arbeitslosigkeit erhalte ich ja Beiträge, die für die Rente zählen, sowie Personen, die ein Teilzeitarbeitsverhältnis haben von unter 70% und Personen, die einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Ausgeschlossen sind ist Personal, das im öffentlichen Dienst arbeitstätig ist. Also diese können um den Zuschuss nicht ansuchen. Wer zur Gänze von der Arbeit fernbleibt, kann diese Leistung bis zum dritten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen. Bei Teilzeit bis zu 70% kann bis zum fünften Lebensjahr des Kindes angesucht werden. Selbstständige können auch ansuchen und erhalten die Rückerstattung der Pflichtbeiträge.
Wer in Teilzeit arbeitet, kann 100% der Pensionsbeiträge einzahlen, um später keine Nachteile bei der Rente zu haben, während der Zuschuss auch über einen Zusatzrentenfonds beantragt werden kann. Hierbei habe ich die Möglichkeit, eben anzusuchen, wenn ich einen Pensionsfonds habe, in dem ich mindestens 360 Euro eingezahlt habe oder einen dauernden Einzahlungsverlauf nachweisen kann. Derzeit fallen die Zuschüsse unterschiedlich hoch aus, je nach Beruf und Arbeitssituation. Während Hausfrauen und Männer sowie Angestellte im Wartestand bis zu 9.000 Euro im Jahr erhalten, bekommen Teilzeitangestellte bis 70%, die über ihren Zusatzrentenfonds ansuchen, maximal 2.000 Euro im Jahr. Dazwischen gibt es noch Abstufungen. Natürlich muss das Kind auf dem Familienbogen der Antragstellenden aufscheinen. Die Maßnahme gilt auch für anvertraute Minderjährige, ist mit dem Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub vereinbar und wird einkommensunabhängig ausbezahlt. Das Ansuchen kann über einen Patronat oder kann die Person auch selbst durch ihre SPID- oder Bürgerkartendaten online beantragen an die Provinz. Grundsätzlich muss man dann eben angeben, wie eventuell, wenn man Teilzeit arbeitet, wie viel Prozent man arbeitet, also braucht es einen Beleg davon, sowie die Einzahlungsscheine, wenn man eben eine in die staatliche Rentenkasse einzahlt oder halt die Pflichtbeiträge in der eigenen Rentenkasse. Sowie sollte ich den Antrag über einen Zusatzrentenfonds beantragen, benötigt es einen aktuellen Stand von Pensionsfonds, aus dem eben ersichtlich ist, dass Einzahlungen im Pensionsfonds aufscheinen oder halt mindestens diese 360 Euro. Und das Ansuchen kann innerhalb Oktober vom darauffolgenden Jahr angefragt werden. Dieselbe Leistung gibt es auch für die Pflege von Familienangehörigen und Verwandten zu Hause, die mindestens in der zweiten Landespflegestufe sind. Zugangsvoraussetzungen, Beträge und der Termin sind weitgehend dieselben. Für die Pflege von Kindern mit schwerer Beeinträchtigung werden die Beiträge erhöht. Diese Leistung steht auch öffentlich Bediensteten zu. In großen Unternehmen wie diesen spielt die Energie eine wichtige Rolle. Sie benötigen viel Strom und dieser kommt in Südtirol vor allem von der Kraft des Wassers. Die Wasserkraft ist in Südtirol im Wandel und soll in Zukunft durch weitere Formen grüner Energie ergänzt werden. Und wie dieser neue Energiemix in Südtirol ausschaut, das hat Audrey Schwarz für Sie recherchiert. Die Wasserkraft in Südtirol versorgt seit Jahrzehnten unsere Haushalte mit Strom. Mit einem Anteil von knapp 90% macht sie den Löwenanteil der Südtiroler Stromproduktion aus. Doch schneearme Winter, wenige, dafür extreme Niederschläge, gepaart mit ungewohnten Hitzeperioden. Der menschengemachte Klimawandel stellt auch die heimischen Wasserkrafterzeuger vor große Herausforderungen. Die Landesenergiegesellschaft Alperia in Bozen. Sie ist das fünftgrößte Energieunternehmen Italiens. Wir sind mit dem Generaldirektor Luis Amott verabredet. Mit ihm möchten wir über die Zukunft der Wasserkraft sprechen. Inwieweit haben die klimatischen Veränderungen die Stromproduktion in den letzten Jahren verändert? Das letzte Jahr war für uns, aber auch für die restlichen Produzenten in Italien, ein schlimmes Jahr. Wir hatten einen schneearmen Winter. Wir hatten den letzten Jahr den zweiten schneearmen Winter und letztes Jahr 2022 auch einen sehr trockenen Sommer. Wir hatten ein Minus von einem Viertel circa. Das heißt, wir hatten um die 3 Terawatt Produktion. Andere Produzenten in Italien hat es noch schlimmer getroffen. Die schneearmen Winter und die Trockenheit im Sommer haben also einen direkten negativen Einfluss auf die Leistung von Wasserkraftwerken. So hat man sich auch bei der Alperia Gedanken für die Zukunft gemacht. Wir haben voriges Jahr als Alperia den neuen Strategieplan geschrieben und haben da festgestellt und auch festgehalten und daraus auch die Konsequenzen und die Beschlüsse gezogen, dass wir heute großteils von der Wasserkraft abhängig sind und unsere Bilanz großteils mit Wasserkraft schreiben. Das ist viele Jahre gut gegangen,
Aber es wäre kurzsichtig, wenn wir sagen, das wird auch weiterhin so gut gehen und das nicht nur auf der negativen Erfahrung vom letzten Jahr. An der Eurag Research in Bozen erforschen Wissenschaftler schon seit Jahren den Klimawandel mit all seinen Folgen, auch für die Wasserkraft. Im Institut für Klimawandel und Transformation beobachten Marc Zebisch und seine Kolleginnen den Gletscherrückgang und die Schneefälle auf den Bergen. Was für die Wasserkraft entscheidend ist in Südtirol, ist die Menge an Schnee, die fällt, und auch wann der Schnee dann schmilzt. Weil man muss sich vorstellen, in den Bergen ist Schnee quasi der natürliche Wasserspeicher und eigentlich die Hauptmenge an Wasser, die zum Beispiel im Mai, Juni zur Verfügung steht, ist eigentlich Schmelzwasser. Das heißt, je weniger Schnee wir haben, umso weniger Wasser haben wir im Sommer, weil einfach das Wasser schon abgeflossen ist. Die früh einsetzende Schneeschmelze führt also dazu, dass die Staubecken im Sommer leerer sind als gewohnt. Und weniger Wasser in den Staubecken bedeutet weniger Strom. Aber nicht nur die früh einsetzende Schneeschmelze ist ein Problem für die Wasserkraftbetreiber. Auch die Extremwetterphänomene, oft gepaart mit Starkregen, sind eine Herausforderung und können negative Einflüsse auf die Stromerzeugung haben. Alperia hat ein internes Klimarisiko-Assessment gemacht, einfach herauszufinden, wie ist denn eigentlich unser Geschäftsmodell, was wir haben, von Klimawandel bedroht. Und wir haben eben mit Alperia zusammen einfach verschiedene Klimaindikatoren berechnet, eben Temperatur, Niederschlag, aber auch Starkniederschläge, weil Starkniederschläge eben auch die Wasserkraftproduktion beeinflussen. Also bei Starkniederschlag kommt es oft zum Beispiel zu Sedimenteintrag in die Stauseen. Dann kann man eventuell während einem Starkregen gar nicht produzieren, weil alles so aufgewühlt ist, dass die Turbinen Schaden nehmen würden. Also einfach wirklich im Detail uns angeschaut, wie ändert sich das Klima in Südtirol und was für Auswirkungen könnte das auf die Alperia haben. Vieles deutet schon heute darauf hin, dass Wasserkraftbetreiber mit anderen meteorologischen Rahmenbedingungen werden rechnen müssen. So plant auch Südtirols größter Stromlieferant, sich für die Zukunft weniger abhängig von der Wasserkraft zu machen. Unser Ziel wird sein, erstens die Versorgungssicherheit weiterhin zu garantieren. Aber wir möchten dorthin kommen, wo wir sagen, einen zwar weiterhin wesentlichen Teil mit Wasserkraft zu produzieren, aber im Bereich von 25-30% der insgesamten Produktion uns auch auf Photovoltaik, auf Wind und auf andere Technologien zu verlagern. Auf dem zur Eurag Research gehörenden Testgelände am Neu-Tech Park tüftelt und forscht man eben an diesen Technologien. Hier befasst man sich ausgiebig mit den Energiequellen von morgen. Neben der bestehenden Stromerzeugung durch Wasserkraft sind es vor allem Photovoltaik und Windkraft, in denen der Leiter des Institutes für erneuerbare Energien, Wolfram Sparber, ein großes Potenzial sieht. Was sicher am stärksten und unmittelbar steigen wird, ist das Thema Photovoltaik. Eine andere Möglichkeit punktuell könnte Windenergie sein. Es gab da ja schon Projekte, es gab realisierte Projekte wie am Reschenpass, die abgebaut worden sind wieder. Es gab Projekte, die nie realisiert worden sind, wie am Brennerpass zum Beispiel. Hier besteht sicher windtechnisch das Potenzial, noch einiges zu machen. Windenergie ergänzt sehr gut Wasserkraft und Photovoltaik, weil sie auch in der Nacht weht, weil sie auch produziert, wenn wenig Wasser da sein kann, beziehungsweise wenn wenig Sonne scheint. Wenn auch die großen Windkraftanlagen zurzeit nur außerhalb der Landesgrenzen zum Einsatz kommen, so scheint auch diese Alternative nicht gänzlich aufgegeben. Auch Luis Amott hat in dem 2011 geplanten Windpark am Sattelberg eine Chance gesehen und glaubt an diese nach wie vor. Es war eine vertane Chance, aber das Positive ist, dass die Chance noch lebt. Das Gebiet ist sehr gut nachweislich, sowohl vom Windaufkommen, von der Konstanz vom Windaufkommen, ich glaube auch von der Logistik her. Positiv ist, glaube ich, dass in der Zwischenzeit in diesem Bereich sich einiges geändert hat. In der Mentalität, in der Anschauung und wie wir auch die Dinge wahrnehmen. Es ist die Frage,
ob ich irgendwo ein kleines Opfer bringen möchte, Landschaftsschutz, was wir ja nicht absprechen wollen, und dafür vielleicht einen viel größeren Beitrag gegen den Klimawandel für die Nachhaltigkeit setzen kann. In einem sind sich die Wissenschaftler einig: Den steigenden Stromverbrauch kann die Wasserkraft alleine nicht bewältigen. Hierfür braucht es alle erneuerbaren Energiequellen, die möglich sind. Also ich weiß nicht, Sharon, irgendwie sieht diese Staubbindemaschine, mit der man übrigens in abgewandelter Form auch Feuer löschen kann, aus wie eine Schneekanone. Aber es sind zwei komplett verschiedene Dinge. Wie viel Know-how Made in Südtirol hier drinnen steckt, das zeige ich Ihnen jetzt. Staub, Schmutz und Rußpartikel, lästiger Gestank und andere Emissionen. Mit feinstem Wassernebel lassen sich diese in vielerlei Situationen effektiv bekämpfen oder reduzieren. Dabei wird Wasser so fein zerstäubt, dass es die Partikel in der Luft an sich bindet und diese dann zu Boden fallen. Auch bei der Feuerbekämpfung kommt der Wassernebel zum Einsatz. Bis vor einigen Jahren konnte das Potenzial aber nur bedingt ausgeschöpft werden. Denn Wassernebel auf eine hohe Distanz zu werfen, erfordert hohen Druck bzw. eine entsprechend kräftige Turbine. Das Bozner Unternehmen Amy Controls ist Teil der Unternehmensgruppe Technoalpin. Hier wurde das Prinzip der Staub- und Feuerbekämpfung mit Wassernebel in den letzten Jahren perfektioniert. Alles beginnt mit dem Zusammenbau des Wasserleitungssystems bzw. der Pumpen und Ventile. So, Philipp, und wo sind wir jetzt da? Also wir sind da jetzt gerade bei den Vormontagen für unsere Ventile. Und wenn du magst, kannst du gerne noch mal helfen. Ja, ich habe zwar nicht solche Muckis wie der Adam, aber ich probiere es mal. Was ist das jetzt genau? Also du schaffst da gerade eine Reduzierung ein, auf dem wir dann noch ein Elektroventil befestigen, das wir zur Steuerung vom ganzen Ventil brauchen. Philipp, das ist alles Innovation made in Südtirol, oder? Also die Ventile an sich nicht. Die gibt es eigentlich weltweit überall, sind die vorhanden, aber die ganze Steuerung dahinter. Das alles ist eigentlich für uns entwickelt, das ist unser Know-how. Wir sind jetzt bei der nächsten Station hier in der Produktionshalle in Bozen angelangt. Was passiert jetzt da genau? Dort baut der Klaus alleweil unser Bedienpanel zusammen. Das sieht man hier, wir haben ein Display, mit dem sind wir in Stand, die ganze Maschine zu steuern. Da können wir die Maschine Höhen verstellen, Schwenken und die verschiedenen Wasserflüsse steuern. Und das ist einerseits wichtig, einmal, um die Maschine lokal zu bedienen, aber wir haben auch die Möglichkeit, die Maschine über Remote zu steuern. Das heisst, wir können, wenn wir hier umschalten, können wir die Maschine einmal über eine Funkfernbedienung steuern oder auch über eine Zentrale, über ein Leitsystem, das wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Das ist eigentlich das, was uns auch von der Konkurrenz auch hat, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben, um auch die Arbeit für die Bediener sicherzustellen, weil die Maschinen befinden sich ja in einem Ambiente, wo es eigentlich nicht gerade ideal ist, dass hier Arbeiter arbeiten. Und mit dem Leitsystem haben wir eben die Möglichkeit, die Maschinen extern zu steuern und durch das auch die Sicherheit der Arbeiter zu garantieren. Je größer die Fläche ist, die bestäubt werden soll, umso mehr Druck wird benötigt. Dieser Druck wird von einer Turbine erzeugt, die mikrometerkleinen Tropfen durch die Luft schleudert. Mittlerweile sind Wurfweiten von bis zu 90 Metern möglich. Also wir sind hier jetzt in der Produktionslinie. Da werden jetzt alle Vormontagen, die wir oben gesehen haben, dann hier zusammengebaut. Auch unter anderem deine Ventile, die du mitgeholfen hast. Plus haben wir jetzt hier die ganzen Komponenten drin, die wir brauchen, um die Maschine funktionstüchtig zu machen. Wir haben eine Höhenverstellung, um die Maschine zu neigen, eine Schwenkung, um sie zu schwenken. Plus haben wir den ganzen Unterbau der Maschine, die wir die Pumpe, die unser Herzstück der Maschine ist, unter anderem, die unser Wasserfluss zur Turbine und zu den Düsen bringt. Und das ist eben das Teil, was uns so jetzt noch fehlt. Und die steht da drüben? Ganz genau. Also da zeigen wir jetzt eigentlich unser Know-how für unser Mutterhaus Technoalpin. Das steckt alles da drinnen.
Da sehe ich jetzt aber noch keine Düsen. Genau, also wir sehen jetzt hinten die Turbine, die Flutter, die wir brauchen, damit wir in zum Volumenstrom die Luft nach vorne zu den Düsen fördern können. Und die Luft fördert in sich vernebeltes Wasser dann auch auf den Punkt, wo wir es hinbringen. Jetzt die Wassertropfen sind ganz, ganz klein. Wir sprechen schon von Wassernebel. Wie viel Liter Wasser benötige ich da, um wie viel Fläche Staub zu binden? Also das hängt ganz stark davon ab, wie fein das Wasser vernebelt ist. Also je feiner wir das Wasser vernebeln, durch die Größe der Turbine, können wir mehr Bereich abdecken. Das heißt zum Beispiel, mit ganz fein vernebelten Tropfen können wir bis zu 600 Quadratmeter zum Beispiel mit einem Liter Wasser abdecken, aber allein 60 Quadratmeter, je nachdem, wie groß die Tropfengröße ist. Beim Löschen von Feuer wird dasselbe Prinzip angewendet. Hier kommt der Wurfweite und der Wassermenge, die verbreitet werden kann, eine noch größere Bedeutung zu. Mittlerweile gibt es bereits selbstfahrende Roboter, die zum Brandherd vordringen können, ohne dass ein Feuerwehrmann sich in Gefahr begeben muss. Wir sind jetzt bei einer anderen Produktionslinie. Wie man sieht, die Turbinen sind nicht mehr weiß, sondern rot. Aber das wird uns jetzt gleich Martin und Nelson erklären. Was haben wir jetzt da? Also das ist eine Feuerlöschturbine, das ist die kleine Vormontage. Also man sieht, es ist robust, es ist groß, es ist rot, praktisch RAL 3000 wegen der Feuerwehr, das ist die Feuerwehrfarbe. Dann ein riesen Unterschied, es ist auch viel robuster, es kommt viel mehr Wasser durch. Praktisch der Wasserdurchsatz ist viel größer, ich würde sagen, das Zehnfache. Und was noch ein riesen Unterschied ist, ist praktisch der hydraulische Antrieb, weil eine Staubbindemaschine, die hat einen Elektromotor integriert, aber wir haben hier einen Hydraulikmotor. Das braucht es, weil später wird das auf einem Raupenfahrwerk montiert und das hat eine Hydraulikanlage integriert. Das heißt, diese Maschine kann so ziemlich überall eingesetzt werden. Ich sehe sie sogar da drüben auf einem Raupenfahrzeug stehen. Was ist jetzt das, Martin? Also, die Turbine, die wir davor gesehen haben, das ist eigentlich praktisch ganz genau das Tal unter der weißen Abdeckung. Und das gesamte Gerät, das ist ein Raupenlöschfahrzeug. Das hat einen Dieselmotor drinnen und das ist für sehr, sehr viele Einsätze geeignet. Das ist praktisch ein Multifunktionsgerät. Das sind genau 36 optionalste, was man da drauf bauen kann. Eine Sache ist da leider nicht drauf, das wäre unser Schienenfahrwerk. Das ist für mich aus gesehen das Interessanteste. Weil mit dem kann man praktisch in einen Zugtunnel hineinformen. Aber wie man sieht, da sind viele, viele andere Sachen drauf, zum Beispiel ein Euroadapterrahmen, da kann man Staplergabel drauf tun, da kann man Lasten tragen. Man kann ohne den, allein mit dem Schild, kann man Autos verschieben in den Tunnel, man kann Hindernisse beseitigen. Und logischerweise ist allem noch unser Kern, der Core, das war praktisch die Turbine, wo man kann vernebeltes Wasser ausbringen und damit allem für den Tunnel irgendetwas kühlen. Dieser Raum wurde eigens eingerichtet, um die Maschine und sämtliche ihrer Funktionen zu testen. Dabei geht es vor allem um das Zusammenspiel von hydraulischen und elektronischen Komponenten bzw. deren Steuerung, um etwaige Fehler in der Vormontage ausschließen zu können. Wir haben zwar bei jedem Vormontageschritt schon einen Hydrauliktest, wo wir alles mit Wasser abdrücken, plus da sieht man jetzt alles nochmal zusammengebaut. Wir können wirklich garantieren, dass jede Maschine getestet, ausgeht und auch voll funktionsfähig ist. Unglaublich, was da alles drin steckt, Sharon, oder? Das war Pluspunkt, das Magazin. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen. Thank you.